kriegen wir noch Pietät und so weiter. Was ist das denn jetzt hier? One of my guards approaches with my king's guard Jamie in chains, trailing behind him. Was? I caught Jamie here in the process of sending sensitive information to foreign spies in Bay of Ice? What should we... Was? Jamie Lannister hat Informationen, sehe ich das richtig? Bay of Ice, das müsste ja... an die Wildlinge verkauft oder wollte die dahin liefern? Was sollen denn das bitte für Informationen gewesen sein? Was ist das denn? Jamie? Oh Gott, oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Off with his head, wir könnten ihn hinrichten lassen. Oh, das wäre aber Tyrannei. Das wäre Tyrannei, nein. Das machen wir nicht. Und seine Familie, hier, all close family members, all dynasty members und so weiter, verlieren große Meinung von uns. Oder er ist, die Lannisters sind ja aktuell wieder halt die Herren der Westerlands. Nein. Okay, I forgive once, do not betray me again. Wir bekommen einen starken Hook bei Jamie. Oder I have different plans for you. Wir kerkern ihn ein. Wow, okay. Also die erste Entscheidung, ihn hinzurichten, scheidet aus. Wie reagieren wir da? Das ist so eine absurde Situation, wenn man sich das mal vorstellt. Jamie Lannister, wie hat der das überhaupt gemacht? Wer ist dieser Typ hier eigentlich, der ihn da zu uns bringt? Irgendein niedrig geborener Wanderer? Was hat er gesagt? I caught Jamie here in the process of sending sensitive information to foreign spies in Bay of Ice. Ja, also... fällt mir gerade irgendwie schwer, mich da irgendwie Roleplay-technisch reinzuversetzen, weil das ja so an den Haaren herbeigezogen ist vom Spiel halt. Also, der hat vielleicht, man kann es sich vielleicht so denken, der hat Informationen, aber was denn für Informationen? Echt, hat er irgendwie Informationen darüber, inwiefern die Nachtwache vom Eisernen Thron unterstützt wird. Irgendwie wollte er einem Händler quasi auf sein Schiff mitgeben, der dann nach oben jenseits in die Länder des Winters irgendwie, also jenseits der Mauer zu den Wildlingen fahren sollte. Aber das ist schon arg konstruiert. Eieiei, okay, also, aber was machen wir denn jetzt? Wir können es ja nicht einfach abtun. Und ich glaube... da kommt jetzt so ein bisschen seine, ja, so ein bisschen die Deceitful Ader durch, so. Er merkt, er normalerweise hier mit Wildlingen handeln und so weiter, das ist halt eigentlich dafür, also in der Nachtwache wird man dafür hingerichtet. Aber so, nein, hier bei Hofe, da hat man mit sowas auch nie was zu tun. Wildlinge, das ist, für 99% der Leute hier ist das so ein komischer Begriff, der eigentlich so eher in Geschichten, die man seinen Kindern irgendwie zum Einschlafen erzählt, vorkommen. Man hat da überhaupt keine Bedeutung, also die haben überhaupt keine Bedeutung hier unten, gar keine Verbindung dazu. Deshalb kann man da bestimmt von absehen, dass hier nicht die Todesstrafe durchgezogen wird, die ja auch als tyrannisch gelten würde. Vermutlich deshalb, weil... da würden alle sagen, was für sowas wurde er hingerichtet? Was ist das denn? Nein, er sagt, okay, ich vergebe euch, Sir Jamie, nur einmal. Wagt es nicht, mich noch einmal zu hintergehen. Dann haben wir uns quasi die Loyalität eines unserer Königsgardisten gesichert, der halt noch, dessen Familie halt zuvor noch gegen uns agiert hat.
in gewisser Weise ja auch erst in jüngster Vergangenheit, als sie da unseren Onkel in Castle Rock gestürzt haben. So. A Loyalty Hook haben wir. Da. Es steht loyal zu uns. Was haben wir als nächstes? Das ist doch Lord Connington und Carlton Chelsted. Was geht denn jetzt? My vassal, Lord Paramount John, also Connington, and my Master of Corn, Lord Carlton Chelsted, stand in front of me, bickering, as usual, about the best politics for our country. War is the only way to make a country rich and powerful, states John assertively. Only in peace can a country grow and prosper, retorts Carlton. This time, however, they expect me to take a position. Our people are proud warriors, not cowardly peasants. Wäre die Antwort für, also das wäre die Position von Lord John Connington. You gain supporting warlike politics. Levy sizes plus 33%, also Steuern minus 25%. Oder only peace can bring us prosperity. Lord Carlton bekommt Meinung, dafür verliert John Connington, wir kommen supported peaceful politics, genau das Gegenteil halt, mehr, ein Viertel weniger Truppen, aber 33% mehr Steuern für 5 Jahre. Wir bekommen aber Stress, weil wir ungeduldig sind, okay. Sehe ich eigentlich nicht, was das mit Ungeduld oder ungeduldig zu tun hat, diese Politik. Aegon will ja so ein bisschen das Bild eines neuen Jaehaerys irgendwie darstellen oder halt erwecken bei seinen Untertanen. Und deshalb wird er sich hier, denke ich mal, für die friedliche Lösung entscheiden, weil das war halt eines der großen Sachen von Jaehaerys dem Ersten, dass er 60 Jahre oder so in Frieden geherrscht hat und in History of in The World of Ice and Fire, so heißt es natürlich, das Buch. The World of Ice and Fire wird gesagt, dass sich die Bevölkerung der 7 Königslande während seiner Regentschaft, ich glaube, verdoppelt hat oder sowas. Und das ist halt mit einem besseren Ergebnis kannst du halt als mittelalterlicher König nicht um die Ecke kommen. So. Deshalb gilt er halt als einer der erfolgreichsten Könige der Targaryen-Dynastie. Und deshalb werden wir das jetzt hier machen. Wir bekommen 16 Stress. Ja, komm. Das ist jetzt halt so. Only peace can bring us prosperity. As the last petitioner departs, various courtiers follow them out of the room, having business to attend elsewhere. Others remain, talking amongst themselves about the recent proceedings. Soon the ceremonial formality of the proceedings has dropped away entirely, with the hum and bustle of normal courtly life taking its place. Okay, my business here is done. Sehr gut. Ach, hier ist es ja, Bay of Ice. Da wollte der irgendwie Informationen hinschicken. Ja, es ist halt schwer, irgendwie einzuschätzen, irgendwie, was das für ein komisches Event war. So, wie geht es hier bei Talia voran? Was ist das? Ah, jetzt kommen sie alle und schwören uns die Treue. Er natürlich der Erste. Lord Lyseris, meine Hand. I have arrived in the Red Keep to pay homage to you, glorious King, as a show of my loyalty. I hope my pledge of submission alone is evidence enough of my honor. Ja, er darf reinkommen. I wait patiently on my throne for the arrival of Lord Lyseris, who is soon announced and ushered before me. He kneels in deference, offering nothing but his oath to faithfully serve as a vassal of the Seven Kingdoms. At last I bid the Lord arise, confirming my satisfaction and Lyseris' rights to the lands he rules in my stead. So. Wird jetzt vermutlich noch ein paar Mal kommen. Ah, da advanced es ein bisschen, okay. Ah, jetzt kommen die nächsten. Das ist Vendemir Bush aus Cracklaw Point. Er bringt sogar ein kleines Geschenk mit 15 Gold.
So, das werde ich jetzt nicht bei allem vorlesen. Sonst kommen wir hier nie durch. Was? A spy was discovered. Where Allah was caught searching for secrets in the darkest corners of your court. Ist das Aladdin? Aladdin. Wer hat dich geschickt? Für wen arbeitest du? Allah willingly exposed who is spying on you, begging you for mercy. It was Lord Horton. Wer ist das? Horton Redford aus dem Vale. Horton Redford hat Aladdin angeheuert, um hier bei Hofe zu spionieren. How do you want to proceed with the traitor? Was können wir machen? Wir werden ihn banished from the realm. Heißt das in dem Fall, er kommt zur Nachtwache? Weiß ich nicht genau. Wir können ihn einsperren. Hinrichten, aber das wäre ein Akt der Tyrannei. Nein. Wir könnten ihm einfach sagen, ja, okay, wir werde merciful sein, aber das Scheming muss beendet sein. Nein. Das Wir werden ihn verbannen. Vladim, hat er zurzeit eine Position? Unser Keeper of Cells. Da wäre es natürlich ironisch. Obwohl, nein. da ist die Ironie zu schön, dass wir ihn einsperren. So. Er wird ins Gefängnis gesteckt und ist auch nicht mehr unser Keeper of Cells. Und als nächstes noch jemand, der Lord Chelsted. Ja, das werden jetzt halt noch mehr kommen. Wer ist das als nächstes? House Miller von da unten. Warum Lord Ronald Spans 75 Prestige? Ach so, hier. As Lord Ronald stands, he stumbles awkwardly. The court gasps in unison as he falls, ending sprawled at my feet, cheeks flushed with embarrassing. Ja, wir sagen da, wir übergehen das quasi. So. Your oaths are all that matters to me. Greetings, my handsome liege. I have arrived. Okay, Lord Connington ist da. Ach so, und stimmt, was, weil eben Keeper of Cells und so weiter war. Ich hatte vor, eine weitere Court Position zu besetzen. Allerdings, ja, Keeper of Cells können wir auch gleich mal gucken, ob wir da wen haben. Aber ich hoffe, das geht. Cupbearer, also unser Mundschenk. Geht das? Ja, wir können es machen. Talia, unsere an die wir uns jetzt ein bisschen ranmachen wollen, damit es quasi einen Grund gibt, warum wir immer mal wieder mit ihr reden können und so weiter, dass sie in unserer Nähe ist. Wir ernennen sie zum Mundschenk, was natürlich ein kleiner Skandal ist. Mundschenke, das werden meistens dann die Kinder von hochgestellten Lords oder so weiter. Hier der erste König Viserys. Der erste Viserys, der hatte sogar seine eigene Tochter. Rhaenyra war sein Mundschenk. Aber wir geben die hier an irgend so ein random niedergeborenes Mädchen, was irgendwie so eine Dienstmagd quasi war. Aber das macht er mal. Da ist er doch schon ein bisschen zu hibbelig darauf, bei der Kleinen ein bisschen weiterzukommen.
Ah, apropos weiterkommen. Troubadour's dedication. A troubadour will soon be performing for the court at the Red Keep. It would be a simple request to have her change the performance to be a dedication to Talia, the target of my affection. It will be a bold declaration to the lady. 67%, dass es funktioniert, 32%, dass es ihr nicht gefällt. Oder I prefer veiled allusions to my desire for her. 53%. Oder wir lassen das sein, aber nee, ich glaube, das werden wir machen. I prefer veiled allusions to my desire for her. Das würde gegen uns sprechen, weil wir ungeduldig sind. Achso, it would be a bold declaration. Ja, okay. Ja, okay. Ja, dann machen wir das hier. Da kommen weitere Lords. Oh, Lord Greenhill. Hat es denn jetzt funktioniert? Ah, haben wir gar nicht. Was ist das? Tourney of Antlers. You are hereby invited to a grand tourney at Antlers. Haus Buckwell, das liegt hier im Norden von uns, also hier. I have better things to do. I'm not interested in attorneys at all. Nö, da werden wir hingehen. Wir werden die Einladung eines unserer Vasallen nicht einfach ausschlagen. Ja, genau. Und auch weiterhin tauchen sie hier bei uns auf, um uns die Treue zu schwören. Und auch Lord Blackberry. Oh Gott, wer ist das denn? Ach, Lord Longwaters. Der hat sich auch so ein Seven-Pointed Star in die Stirn geritzt, ja, und hat chronische Kopfschmerzen. Ja, das war ein super Move. Oder hat vielleicht das eine bedingte vielleicht das andere. Erscheint auch für seinen Lehnseid.